Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und heute ist es eine Besonderheit, beziehungsweise ist es auch noch eine Solo-Folge von mir. Ich habe euch nämlich ein Geschenk mitgebracht und das meine ich jetzt ernst. Ich würde diese Folge gerne nutzen, um euch gerne die Business Intelligence Akademie vorzustellen, basierend auf unserer Bimano Akademie. Und was ist das genau? Also was haben wir uns da überlegt? Also wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Business Intelligence Basic Builder. Und der ist halt Teil unserer Bimano Akademie, die wir auch schon mal angekündigt haben. Und die Idee, die ich heute habe, ich möchte euch das Ganze kostenlos zur Verfügung stellen. Was ist das Kostenlose? Wir haben über 25 Videos rund um die Themen Business Intelligence, Data Warehousing, Datenstrategie, mit themenbasierten Whitepaper. Wir gehen auch auf das Thema ESG ein, Nachhaltigkeit, Energiemanagement. Das sind Checklisten auch hinterlegt. Also das ist ein richtiger Kurs mit 6 Modulen. Wir gehen da auch gleich mal kurz durch. Und das ist die Grundidee. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen ja Mehrwerte liefern. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen, dass wir den Unternehmen wirklich eine Ausgangsbasis geben, um wirklich die Datenstrategie erfolgreich umzusetzen. Also wir sind nicht die Theoretiker, sondern wir setzen um. Und das wollen wir euch gerne mitgeben, dass ihr mit diesen Modulen, die wir da entwickelt haben, einen Einstieg bekommt, das Thema richtig einwerten könnt. Und für wen ist das denn überhaupt geeignet? Also das ist für alle, die den Unternehmenswert durch die Monetarisierung ihrer Daten deutlich steigern wollen. Und damit auch Vorreiter in der Digitalisierung. Das heißt, entweder ihr seid soweit und wollt eure Datenstrategie weiter ausbauen oder ihr seid ganz am Anfang und startet nochmal und dann ist das auch nochmal eine gute Ausgangsbasis. Ne? Aber auch für Unternehmen, die sagen, möchten unsere zentralen Datenbasis entsprechend konsolidieren, die Datensilos auflösen, um dann auf den Daten, das sind ja eure Schätze, die ihr in dem Unternehmen habt, die richtigen Unternehmensentscheidungen zu treffen. Und das verbinden wir auch halt mit dem Thema Transparenz-Power, dass man sagt, wo liegen denn die Daten? Die sind nämlich in der Regel meist in einzelnen isolierten Systemen, wie im Finanzen, ERP-System, aber vielleicht auch in der Produktion. Und wir haben uns da wirklich mal Gedanken gemacht und da so einen kleinen Fahrplan entwickelt. Und ich würde euch gerne das Ganze mal ein bisschen vorstellen und dann liegt es ja so ein bisschen an euch, ob ihr das nutzen wollt. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Ich verlinke die Webseite in den Shownotes. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine E-Mail-Adresse, die ihr da angeben müsst und ein Vorname. Das brauchen wir, weil sonst können wir euch nicht in unserer Bimano-Akademie anlegen. Nachdem ihr das getan habt, seid ihr sofort drin und könnt euch die einzelnen Module und Kurse auch entsprechend anschauen. Und Ziel ist es dann auch, dass wir sagen, okay, die Unternehmen, die jetzt gerade am Anfang sind oder sich in diesem Bereich weiterentwickeln, auch mal zu schauen, was gibt es für Ansätze, ne? Dass man sagt, okay, wir haben vielleicht nur bestehende Mitarbeiter, wie können wir das mit den Mitarbeitern aufbauen, ohne dass ich jetzt wieder auf externe Berater zurückgreifen muss, kann ich Know-how intern aufbauen, wie muss man denn ein Business Intelligence Projekt erfolgreich durchführen, was sind denn die Faktoren oder was sind die Top-Baustellen, auch das behandeln wir und wir gehen einfach mal durch, ich stelle euch jetzt mal die Module vor, das erste Modul beschäftigt sich tatsächlich dann mit der Business Intelligence Strategie, also Grundlagen für den Erfolg, dass man da einfach erstmal schaut, was ist das eigentlich, dass wir erstmal Aufklärung bringen. Wofür ist das sinnvoll und wie kann man das Ganze dann auch noch für sich erfolgreich einsetzen? Und ganz wichtig ist, wir geben auch mal so die Top-Baustellen mit, also die uns über die Jahre aufgefallen sind, warum solche Projekte scheitern. Aber wir wollen ja nicht immer nur in die Wunde den Finger stecken, sondern bringen dann halt auch nochmal Lösungsansätze mit. Und dann kann man ja mal abgleichen bei sich, wo steht man, vielleicht nimmt man da noch einen oder anderen Impuls mit. Struktur- und Strategie-Hacks. Das Modul 2 nennt sich einfach datengetriebene Unternehmen können nur gewinnen. Alle sagen ja, Daten sind das neue Öl.
ich sage, Bullshit, warum ist das so? Das würden wir auch in diesem Modul mal zeigen. Wir zeigen auch mal die Gründe auf, warum es gerade für die produzierenden Unternehmen aus dem Mittelstand wirklich schwierig ist, in dieses Thema Digitalisierung zu starten. Digitalisierung bedeutet ja einfach Abschaffung der manuellen Prozesse zu automatisieren, und dafür brauche ich halt auch Daten. Das heißt, die sind halt auch Grundpfeiler für die Digitalisierung und damit das Fundament. Und diese Aspekte betrachten wir in diesem Modul. Und was ist denn dann die Lösung für eine erfolgreiche Umsetzung? Also das gucken wir uns im Modul dann in diesem Modul 2 an. Das dritte nennt sich dann erfolgreiche Datenstrategie aufsetzen. Also wie man es tatsächlich schafft, dieser Digitalisierungsvorreiter beispielsweise mit Hilfe einer Business Intelligence Plattform im Unternehmen zu werden, dass man einfach mal schaut, was sind da für Stellschrauben, was muss ich beachten. Das ist ja auch eine große Herausforderung, so eine Position auch einzunehmen. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Man hat oben den Druck von der Geschäftsleitung, Stakeholdern, ich habe die Fachbereiche, ich habe aber auch meine Mitarbeiter. Auch das betrachten wir so ein wenig. Und so, dass dann auch eine Datenstrategie, die ja auch sehr eng mit einer Datenkultur zusammenhängt, erfolgreich umgesetzt wird. Das wird in diesem Modul betrachtet. Dann nochmal das Thema, wie kann man die Projekte tatsächlich dann erfolgreich durchführen. Da haben wir extra ein eigenes Modul nochmal gemacht. Da geht es auch darum, um das Thema Harmonisierung. Also nicht Harmonisierung der Daten, sondern wie kann ich Fachbereich und IT wieder an einen Tisch bringen. Das ist damit gemeint, weil sehr, sehr häufig scheitern ja die Projekte, weil unterschiedliche Ansichten da sind. Gegebenenfalls sorgt dann auch Streit. Politische Themen sind ja meistens eine Rolle. Und das würden wir gerne mal schwerpunktmäßig in dem Modul 4 aufzeigen. Das Modul 5 ist ein Thema, das nennt sich Make or Buy. Dann stellt sich ja die Frage, wenn man die ganzen Strategien entwickelt hat und wir möchten das gerne jetzt umsetzen, wie macht man es denn? Also da brauche ich ja ein Stück Software. Da mal zu überlegen, kann ich aus eigenen Stücken was entwickeln? Habe ich das Know-how? Welche Software-Systeme kommen vielleicht in Frage? Wir haben ja unterschiedliche Bereiche, die wir betrachten müssen. Wir haben einmal die Analytics ganz vorne. Ich möchte Dashboards bauen, Berichte bauen. Welche Tools nehme ich dafür? Dann muss ich eine Datenintegration vornehmen. Auch da, das sind die sogenannten ETL-Werkzeuge. Wie mache ich das am besten? Baue ich das alles selber auf oder gibt es da vielleicht Lösungen am Markt? Und das haben wir da sehr genau betrachtet. Und in dem Modul gibt es auch ein entsprechendes White Paper zu dem Thema, sodass man genau sich da langhangeln kann und vielleicht damit auch an den Markt gehen kann und dann den geeigneten Dienstleister oder Softwarehersteller suchen kann. Und das Modul 6, das wäre letztendlich, da stellen wir uns so ein bisschen vor, was ist unsere Methode? Wir haben eine entwickelt, die nennt sich Data-Driven Design, kurz 3D-Methode, wie wir solche BI- oder Datenstrategie-Projekte umsetzen. Aber ihr könnt da, wenn ihr wollt, auch nochmal einen Einblick in unsere Software bekommen, also die Bimano Cloud. Wir haben mehrere Beispiele oder produktive Beispiele aus dem Produktionsbereich Industrie 4.0, Energiemanagement oder klassisches BI aus den kaufmännischen Bereichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und was da halt auch nochmal bei ist, man kann die Software von uns auch mal kostenlos 14 Tage testen. Also es ist ein rundes Paket. Und ich glaube, das bringt einen, der jetzt nicht genau weiß, wie er da weitermachen soll oder gerade vor Herausforderungen steht, sicherlich nochmal einen Einblick. Wie gesagt, das Ganze ist komplett kostenlos. Ich teile euch mal den Link in die Shownotes und ich würde mich sehr freuen, von euch ein Feedback zu bekommen, wie ihr das findet, ob euch da was fehlt, ob wir noch was hinzufügen sollen. Und das war die Grundidee, sowas jetzt anzubieten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer ganz normalen Folge, wo wir wieder Themen bearbeiten. Aber das war mir einfach wichtig, weil es halt eine kostenlose Sache auch ist. Also macht's gut und euch noch eine gute Woche. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.